Wie können wir nun negative oder rationale Zahlen in binär darstellen? Es funktioniert im Prinzip genauso wie bei dezimalen Zahlen. Allerdings gibt es Unterschiede, ob wir die binären Zahlen im Computer darstellen oder eben außerhalb des Computers auf dem Papier, so wie ich es im Moment hier mache, machen. Wir gucken uns erstmal die einfachere Version an und in einem späteren Video sehen wir, wie der Computer das eigentlich bearbeitet und wie er, der Computer, negative und rationale Zahlen darstellt. Fangen wir mit den rationalen Zahlen an. Genau wie im Dezimalsystem, wo ich zum Beispiel eine 123,05 haben könnte, genauso kann ich auch eine binäre Zahl wie zum Beispiel die 3,01 darstellen. Was wäre das? Das hier ist in Dezimal eine 3, das hier ist in Dezimal eine 01, also das wäre eine 3,01 im Dezimalsystem. Genauso funktioniert es eben wie im Dezimal. Bei den negativen Zahlen ist es genauso. Statt eine 123 im Dezimalsystem, wenn ich ein Minus davor packe, dann ist es sofort die negative Zahl 123. Und bei einer 3 im Binärsystem, wenn ich ein Minus davor packe, ist es eben minus 3. Genauso funktioniert es. Wie aber gesagt, im Computer ist es anders und das sehen wir in einem späteren Video.